Lernen mit Weida. Audio. Das Lernen mit dem Internet ist bereits weit verbreitet. Immer wichtiger werden aber auch Lernmanagementsysteme, mit deren Hilfe die Nutzer online Lehrinhalte austauschen können. Medien mit Weida sprach mit Ralf Hilgenstock, Geschäftsführer von Elidia. Das ist ein Unternehmen, das Schulen, Universitäten und Betrieben technische Unterstützung und Beratung beim Einsatz von Lernmanagementsystemen bietet. Konkret geht es hierbei um die Software Moodle. Also Moodle ist ganz ursprünglich eine Abkürzung. Das Ganze war ursprünglich ja auch ein Promotionsprojekt und ins Deutsche übersetzt heißt das eine modulare, objektorientierte Entwicklung einer Lernumgebung. Die Idee für das System Moodle stammt von dem Australier Martin Dugiyamas, der die Software 1999 entwickelte. Martin wollte eine Software schaffen, mit der es möglich ist, nicht einfach nur Dateien als einzelner Lerner herunterzuladen, sondern in einer Gruppe zu lernen. Dahinter steckte die Idee, dass eigentlich in den meisten Fällen Lernen auch mit einem Bezug zu anderen Menschen, mit Lernern, mit Studenten, mit Schülern erfolgt und nicht dadurch, dass ich mir ein Buch schnappe oder irgendwie mir einen Videofilm angucke oder eine Webseite lese. Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist das gemeinsame Lernen mit anderen. So lautet das Prinzip von Moodle. Mithilfe der Software werden also online Kursräume angeboten, in denen die notwendigen Arbeitsmaterialien und Lehrinformationen bereitgestellt werden. Je nach Bedarf können die Nutzer auf diese Inhalte zugreifen. Und zwar nicht nur in der Form, dass ich einen Test mache oder dass ich eine Aufgabenlösung dem Dozenten, dem Trainer, dem Lehrer einreiche, sondern dass ich auch selber an den Inhalten mitarbeite, sofern der Dozent das entsprechend in seinem Konzept vorgesehen hat. Anstatt alleine vor dem Computer zu Hause zu sitzen, werden bei Moodle die Nutzer an Kursen und Seminarräumen zusammengefasst. Das System soll bewusst an eine reale Situation in einer Schule oder Universität erinnern. Aufgrund dessen ist ein Moodle-System auch so aufgebaut, dass es ähnlich wie in der Klasse oder in der Lehrveranstaltung in der Hochschule oder auch in der Personalentwicklung, in der Mitarbeiterfortbildung Gruppen von Leuten gibt, die zusammenkommen in elektronischen Kursräumen und dort A, Zugriff haben auf Material, Dateien, Lernprogramme, B, aber auch Möglichkeiten zur Kommunikation untereinander und zur Kooperation, also dem gemeinsamen Erarbeiten und Erschließen von Inhalten haben. Die Nutzung der Moodle-Software ist einfach gestaltet. Zugriff zu den gespeicherten Lehrinformationen erhalten nur registrierte Nutzer. Die Kursräume sind in der Regel geschützt, dass nur die Lerngruppe, die auch zum Beispiel an der Hochschule, die Studenten einer bestimmten Lehrveranstaltung, den Zugriff darauf haben. Nachdem der Teilnehmer sich eingeloggt hat, bekommt er eine Übersicht über seine eigenen Kurse oder Lehrveranstaltungen in Moodle, klickt dann auf den Link und ist in der Lehrveranstaltung. Mithilfe von sogenannten Blöcken werden innerhalb des virtuellen Kursraumes Zusatzinformationen angezeigt, etwa RSS-Feeds von externen Webseiten, ähnlich einem Nachrichtenticker. Mittlerweile verfügen nahezu alle Hochschulen in Deutschland über Lernplattformen. Etwa 2/3 der Hochschulen in Deutschland benutzen Moodle. Die Humboldt-Universität in Berlin ist ein ganz starker Moodle-Nutzer. Auch die Universität Duisburg-Essen oder die Fachhochschule Frankfurt. Man muss bei den Hochschulen aber auch sehen, dass viele der Hochschulen nicht nur eine Lernplattform, sondern 2 oder 3 Lernplattformen parallel benutzen. Doch auch an Schulen wird der Einsatz von Lernplattformen immer verbreiteter. In Deutschland, wir wissen es nicht ganz genau, schätze ich im Moment etwa 5.500 Moodle-Installationen. Das sind einerseits Schulen, das ist zahlenmäßig sicherlich der größte Teil. Dann gibt es die Hochschulen und es gibt Unternehmen. Wenn man diese 3 Gruppen sich anguckt, sind die Hochschulen zahlenmäßig die kleinste Gruppe. Doch was unterscheidet Moodle von anderen Lernmanagementsystemen? Die Gestaltung der verschiedenen virtuellen Kursräume nimmt der Dozent vor. Er kann die Kursinhalte arrangieren nach zeitlichen Strukturen. Ich kann aber genauso gut das Ganze gestalten anhand von Themenblöcken. Es gibt Lehrende, die benutzen einen Moodle-Kursraum zur reinen Dateiablage. Es gibt welche, die benutzen ihn zur Kommunikation. Und diese Flexibilität, dass ich das als Dozent in meiner Lehrveranstaltung festlegen kann, bietet dem Dozenten einfach die optimale Unterstützung.